Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Horizon Zero Dawn. Ja, leider nur in einer kurzen Aufnahme, denn ich bin erkältet. Es ist jetzt endlich soweit, Sandy hat mich wohl angesteckt und ich bin jetzt erkältet und ich will das Ganze jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, nicht dass ich dann ständig, ständig das Zeug weiter verschleppe. Okay, die Frostfinger sollten dort oben sein. Deswegen. Warte, zielen. In your face. So. Ich muss ganz kurz gucken. Ach ja, genau. Wir mussten ja Verag machen. Ja, genau. Wir mussten ja jetzt wie hieß der? Also wir sollen auf jeden Fall jetzt den Verag übernehmen. Wir sollen auf jeden Fall den Verag jetzt übernehmen. Ich nehme hier ein bisschen Holz mit. Völlig falsch. Das war ja eine Jagdprüfung gegen Aratak. Aratak klingt logisch. Aratak und Urea müssen hier sein. Aijore sagt, Aratak klingt logisch. So. Wir sollen schneller Maschinen erledigen als er. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Aber ich gehe mal stark davon aus, ja. Fremde. Ich bestritt viele solcher Herausforderungen ohne Furcht. Aber diese ist töricht. Du bist keine Banuk. Du begreifst nicht, welche Verantwortung ich habe. Ich bitte dich, von Jäger zu Jäger, tu es nicht. Aratak, wirst du uns zum Donnerkamm gehen? Du hast nicht gesehen, was dort ist, Fremde. Ich riskiere nicht noch einmal das Leben meiner Schwester. Dann sollten wir weitermachen. So sei es. Ich begrabe deinen dreisten Anspruch in der eisigen Erde. Es reicht! Fangen wir an! Eigentlich tut mir Aratak leid. Zu streben! Dies ist der Weg der Banuk und des Kampfes, der vor euch liegt. Du erkletterst die Frostfinger von Osten, Aratak von Westen. Beide Pfade führen durch die tödlichen Maschinen. Jäger des Verax stehen am Weg entlang bereit. Sie werden euch rufen und Maschinen zum Erlegen zuweisen. Eure Jagd führt euch um den Berg herum zum Zentrum und dann ins Tal, wo ihr eure finale Beute erlegt. Immer dann, wenn eure Beute erlegt ist, müsst ihr ein solches Signal senden, damit alle euren Fortschritt sehen. Maschinen töten, Ballons senden. Okay. Also, wer den dritten Ballon zuerst steigen lässt, siegt? Nun, ja. Aber für dich wird der Weg zum Sieg schwieriger. Kommt nur eins deiner Signale später als Arataks, siegt er. Du hattest deine Chance, Fremde. Du ebenfalls. Ach du Scheiße. Die Jagd beginnt auf mein Zeichen. Ich hab Angst. Ah, ich hab Angst. Lasst mich. Los! Ich hab's mir anders überlegt. Nein, ich möchte nicht. Und tot. Nein, bleib nicht stehen, lauf weiter. Scheiße. Oh, 7 Minuten. Oh Gott Ah, laufen! Es gibt mehrere Wege nach oben. Die Felsmalereien weisen den Weg. Was? Alter, quatsch bitte nicht so dazwischen. Die Felsmalereien weisen den Weg. Oh Gott. Okay, dann mal hoch. Ich komm nicht. Na hoch. Na komm, Mädchen. Was ist denn für... Ah, Mädchen. Oh Gott. Wie kannst du das jetzt schon? Oh Gott, ich hasse es, unter Zeit zu arbeiten. Ich kann unter Zeit nicht arbeiten.
Ich bin unter Zeit ein absolut gestresster Typ. Ich fühle, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Ja, dann hör auf zu blinzeln. Da lang? Ist das richtig? Bin ich noch richtig? Komm schon, Aloy, die Zeit. Da lang. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oh Gott sei Dank. Ja, komm, hampel da nicht so rum. Habi. Wir haben eine Ewigzeit. Der Aratak ist super. Jetzt guck die Heilpflanzen nicht an, Mädel. Gott, kaum siehst du schöne Blumen, Alter, musst du wieder... Oh, Blume. Wir sind hier nicht bei der Blume in Grub. Es gab zwei Wege irgendwie. Ich hoffe einfach mal. Du warst an der Spitze. Ja, ich. Lass mal los oder so. Ich mach irgendwas, Mädchen. Was soll ich denn jetzt hier? Hier ist nix. Da lang. Oh. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Also gut, Jägerin. Du musst die Herde dort ausschalten. Jede Maschine. Die Herde? Okay. Das schaffe ich. Ups, das war ein bisschen daneben. Ist ein Anfang. Ah, Mist. So, das wollte ich. Da wollte ich ihn raufschießen. Au. Ich habe gar nicht nachgeladen. Alter, wie viel ist hier denn? Stricher. Egal. Können wir zum Nachladen nutzen. Ich glaube, der Typ lebt nicht mehr. Der Typ lebt noch. Hey, die haben wir doch. Okay, Fantasie. Mädchen, hau mal ein bisschen zu. Danke. Komm schon. Ich hab deine Leiter für dich. Komm hoch und auf zum Ballon. Was? Wo ist eine Leiter? Wo? Warte. Okay, schnell. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Dann mal los. Jetzt klettere hoch und starte den Ballon. Ich arbeite dran. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wohin. Scheinbar hier. Natürlich hier lang, natürlich. Ich habe mit nichts anderem gerechnet als da lang. Okay, Ballon starten. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich hasse, das ist zu stressig für mich. Komme ich nicht mit klar. Aratak weiß, was er tut. Keine Zeit zu verlieren. Nimm die Abseilstelle zur nächsten Prüfung. Alles klar, ich renne. Ich hätte da reingucken können, aber ich will zur nächsten Prüfung. Zwei Brüllrücken voraus, Jägerin. Hol sie dir. Ignoriere die anderen Maschinen. Okay, die Brüllrücken nur. Okay. Zwei Brüllrücken. Kommt sofort. Zwei Brüllrücken. Ignoriere die anderen Maschinen. Da vorne sehe ich sie. Ist mir egal. Ich würde sie ja gerne ignorieren, aber wir werden nicht. Dann also auf die harte Tour. Irgendwas ist groß hinter uns. Einen haben wir. Ah.
Oh, ich sehe mich nicht mehr. Ich sehe mich nicht mehr. Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Er muss es mitnehmen, ne? Er muss es mitnehmen. Oh, du anderer kleiner Ficker. In den Schritt geschossen, Alter. Ah, sehr schön. Es tut zwar weh, aber wir müssen da durch. Okay. Starte den Ballon. Ja, ich arbeite dran. Da oben ist der Ballon. Lass die anderen einfach ignorieren. Die sollen wir ignorieren. Die Brüllrücken waren das Wichtigste. Ist hier nicht... Ich dachte, hier ist ein Ballon. Ach da. Hä? Der wird mir nicht angezeigt. Ich bin total unter Stress. Ich liege nur ganz knapp vorn. Ich muss weiter. Jetzt nimm die Seilrutsche und begib dich hinunter ins Tal. Oh, schrei mich nicht an, Mädel. Ich bin dabei. Oh Gott. Was war das denn? Alter, Mädchen. Der Sturm wird schlimmer. Ich sehe nichts. Also ich schon. Und das ist das Wichtigste, wenn ich sehe. Also. Kurz davor. Ja, back dich mal fest. Hast geschafft. Okay. Okay, zum letzten Wettkampf. Und runter. So in etwa. Oh, ich hasse es. Etwas stimmt nicht. Sie sollten hier sein. Die letzte Beute hertreiben. Sie sind direkt hinter uns. Eisklaue. Böse. Zwei Eisklauen. Doppelt so böse. Drei Eisklauen. Man kann auch übertreiben. Hallo. Hallo, drei Eisklauen. Ja, leck mich, ich soll euch wirklich gegen drei Eisklauen. Seid scheiße, seid ihr. So. Oh, fuck. Wo bin ich? Muss auch erstmal mitrechnen. Mann. Ich weiß, mit Flammenwerfer ist das cooler, aber... Unser Bogen ist einfach so mega stark geworden. So, Aratak kommt uns zur Hilfe, aber wir helfen mehr. Mann, wir kriegen ja auch nicht mehr... Das Gute ist, es ist jetzt nicht mehr auf Zeit. Irgendwann falle ich nochmal in den Tod. Nein, Aratak, warte. Ich rette dich. Oh, beinahe hätte ich Aratak in den Kopf geschossen. Hey. Ah, Mist. Die machen jetzt ihre Eisattacken. Oh, ich kriege ja auch nichts von ihrem Körper. Oh, dreh dich doch nicht immer genau dann weg. So. Jetzt tun wir ihnen auch mehr weh.
Ist ja gut, ist ja gut. Wir haben es verstanden. Feinde sind Beute. Alter! Er frisst uns! Aua, der wollte uns fressen. Okay, der ist richtig böse. Es ist Zeit, dass wir den ein bisschen anzünden hier. Okay, der ist richtig böse, muss ich sagen. Alter, der geht nur noch auf uns. Der ist richtig aggro jetzt. Der ist richtig stinkig. Richtig stinkig, der Typ. So. Puh. Waren ja nur drei Eisklauen, geht noch. Es stimmt also. Frostklauen vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin. Wir sind Banuk. Überleben, siegen. Was sonst zählt. Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Oh, der tut mir voll leid. Es dürfen keine Jäger mehr auf den Donnerkamm. Hinaufgehen dürfen nur der Häuptling und ich. Es steht mir nicht zu, doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Oh Mann, oh. Der tut mir leid. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist ein Lager, es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab aber Angst. Häuptling. Ich will gar kein Häuptling sein. Können wir ihn nach dem Kampf nicht irgendwie wieder zurück zum Häuptling machen? Ich meine, er braucht uns ja nur Herausforderungen und wir verlieren instant. Ein neues Outfit. Und eine Waffe wie Aratax. Der Häuptling bekommt die Häuptlingsausrüstung. Da muss ich gleich mal gucken. Vaga will sicher den Eisdorn ansehen. Da muss ich gleich erstmal gucken, was wir da jetzt genau bekommen haben. So, und diese Höhle, diese Höhle, die muss doch irgendwas sagen, diese Höhle. Die muss doch eher... Die hat gar nichts zu sagen. Nein, die hat gar nichts zu sagen. Faszinierend. Was eine Höhle. So, wir gehen auf das hier. So, Inventar, Schatzkiste. Banuk Verak Häuptling Outfit. Banuk Verak Häuptling Outfit. Banuk Eisdornwaffe. Und Eiswerfer. Und außergewöhnliche Belohnungskisten. Waffenspule, Outfitgewebe. Und sonst so das übliche. Munition, Stein, ganz toll. So, wir haben ein neues Outfit, aber... Ja. Ein beeindruckendes Outfit für die Zeremonie und, extremes Überleben. Bietet Gesundheitserholung über Zeit. Aber es geht nichts... Es tut mir leid, es geht aber nichts über die Schildweberrüstung. So, Waffen. Aber wir können mal gucken. Silence Lanze? Banuk Sturmschleuder? Banuk Eis? Warte mal, Silence Lanze? Ist das... Habe ich... Hä? Hatten wir das nicht schon... Hatten wir da nicht schon Sachen reingetan?
Können wir ja mal machen. Warte. Haben wir da nicht schon... Hä? Silence Lance? Hatten wir da nicht schon... 23% mehr Speerschaden? Und 21% mehr Speerschaden. Ich dachte, ich hätte da die ganze Zeit was reingetan. Ja gut, das Eis, ne? Da ist Eis eigentlich am besten.